Ja, herzlich willkommen zum dritten Web-Talk mittlerweile zum Thema H5P, zu H5P-Inhaltstypen unter der Lupe. Episode 3 wird sich mit dem Question-Set befassen, das gucken wir uns an. Falls ihr aber nicht wisst, was H5P ist, geht ihr einfach mal auf h5p.org, weil das Ganze, also ich mache keine Einführung, keine grundlegende, was das ist, sondern wir gucken uns ein paar Spezialsachen an. h5p.org oder es gibt auch ein Einführungswebinar, wo ich mal wieder den Link vergessen habe, aber ich glaube, unter oercamp.de/webinare findet ihr den. Da gibt es so einen 90-Minuten-Talk, der wird erklärt, was H5P ist und wie das funktioniert und wie man sich das installiert und so weiter und so fort. Aber heute geht es eben um das Question-Set und dafür gucken wir uns das einfach direkt an, weil das einfacher ist, als das theoretisch zu erklären. Also, das funktioniert. So, was ihr jetzt hier seht, das ist so ein Question-Set, also wenn man sich das übersetzt, das ist eine Fragensammlung, glaube ich, es auch genannt. Und ich zeige einfach mal, wie das nachher am Ende aussieht und danach überlegen wir, oder ich zeige mal, wie kann man denn sowas erstellen. Also, offensichtlich habe ich hier sowas wie eine Startseite, da ist ein bisschen erklärt, was ich machen soll. Okay, es gibt Aufgaben, es geht um unregelmäßige Verben. Wer schon mal dabei war, der weiß, aha, da zieht sich so ein Muster durch. Und ich klicke jetzt einfach mal auf Fragen starten. So, und dann geht das weiter. So, was sieht man jetzt hier? Man sieht einen Lückentext. Wer schon mal dabei war, Episode 1, da ging es genau um diesen Lückentext, wie man den erstellt. Offensichtlich kann man den hier auch reintun. Also das sehe ich. Ich sehe hier einen Knopf zum Weiterspringen. Da könnt ihr schon mal gucken, was kommt denn noch. Das ist so eine Zuordnungsaufgabe. Die habt ihr in Episode 2 vielleicht schon gesehen. Aber gehen wir nochmal zurück. Das gibt es also hier unten. Habt ihr vielleicht gesehen, gibt es so drei kleine Pünktchen. Ja, leuchtet auch so ein bisschen, wenn ich drüber fahre. Mit denen kann man auch nochmal direkt springen, wenn man irgendwie weiter gehen möchte. Das ergibt dann Sinn wahrscheinlich, wenn man mehr als drei Fragen hat, vielleicht wenn es 10 sind und man eine bestimmte sucht. Das kann ich offensichtlich machen. Und wir fangen einfach mal von vorne an. Also wir hatten diesen Lückentext und sagen wir mal, den da weiß ich ja, was Sache ist, den habe ich ja selber erstellt. Also machen wir einfach mal I have eaten so much. Und wer es noch weiß, da gibt es zwei Formen. Ich nehme mal die amerikanische und damit ich mal alles richtig habe, damit ich mich einmal freuen kann. So, kriege ich da meine Punkte. So mache ich das einfach bei den anderen Aufgaben auch. So, jetzt machen wir hier einfach mal ein bisschen wild was. So, damit es ein bisschen zügiger geht. Das stimmt natürlich nicht. Sehe ich aber auch, könnte ich nochmal machen, wenn ich wollte. Okay, und dann gehen wir nochmal weiter. Jetzt nicht verwirren lassen, das habe ich noch nicht gezeigt. Das ist ein anderer Inhaltstyp, der heißt True-False Question, also eine Wahr-Falsch-Frage. Die ist aber wirklich so einfach zu erstellen, dass ich gesagt habe, das lohnt nicht. Können wir vielleicht später nochmal machen, wenn ihr damit Probleme haben solltet. Aber es ist wirklich, wirklich einfach, das ist ja auch drin. So, und da kann man nicht mehr machen, außer zu sagen, diese Aussage, die hier steht, ist wahr oder ist falsch. Und ich sage einfach mal, die ist wahr und klicke auf Überprüfen und passiert jetzt Folgende. Ah, offensichtlich stimmt das nicht. Und irgendjemand, der das angelegt hat, war es sogar noch ein Hinweis zu geben, dass es ja offensichtlich doch eine Form gibt, wo das passt. So, jetzt habt ihr gesehen, aha, alles durch. Da hinten gibt es jetzt so einen Beenden-Knopf. Dann klicke ich da einfach mal drauf. Und dann bekommt man noch eine Übersicht. So, und offensichtlich kann ich jetzt das Ganze nochmal von vorne anfangen oder die Lösung anzeigen lassen, falls ich das noch nicht gesehen habe vorher. Oder falls das deaktiviert war, Spoiler. So, und dann sieht das so aus. So, das ist letztlich so eine Fragensammlung, die man erstellen kann. Einige nutzen das ja so als, ja, vielleicht als Vorüberprüfung für eine Klausur, um mal zu gucken, habe ich denn den wesentlichen Stoff drauf, damit die Schülerinnen und Schüler oder die Studis das selber machen können. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie man das Ganze erstellt, wenn man das möchte. Also ein bisschen Magie. Jetzt haben wir wieder zwei Schirme. Und da weiß ich, auf der rechten Seite muss ich es ein bisschen größer machen, damit man es besser sehen kann. Und wenn er jetzt hier ein bisschen kleiner ist, vielleicht mache ich den ja auch ein bisschen größer. So. So, jetzt haben wir die beiden. Was ihr auf der rechten Seite jetzt seht, das ist die Seite einstieg-h5p.de. Die ist sehr schön, wenn man H5P einfach mal ausprobieren möchte, weil man sich da nicht anmelden muss. Und nicht muss, ich sage gleich, dass man es tatsächlich sogar kann, wenn man möchte. Ich gehe jetzt mal auf Testinhalt erstellen, da geht man drauf, da muss man nichts installieren. Jetzt könnte man einfach so ein Question-Set anlegen. Das heißt, man geht hier in dieses Suchfeld und wenn man weiß, was man sucht, dann tippt man das ein und dann steht auch schon da Quiz Question-Set. Das haben wir und wählt das an. Und dann könnte man das erstellen. So, jetzt habt ihr gesehen, da ist ja ganz schön viel eigentlich schon drin.
Und idealerweise hat man diese Aufgaben, also ich scroll erstmal ein bisschen runter. Also ich könnte jetzt diese Aufgaben hier auch alle einzeln anlegen. Hier gibt es so ein Feld, das heißt Fragentyp. Da habe ich 7 zur Auswahl in dem Fall. Und ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte, fangen wir mit dem ersten an, ich möchte einen Lückentext machen, der heißt Fill in the Blanks. Und dann könnte ich den hier anlegen. Ist hier ein bisschen schmaler in der Ansicht, aber so, und das wird jetzt ein bisschen lange dauern. Wir haben ja nur 20 Minuten oder knapp 20 Minuten. Also kann man noch was anderes machen. Dafür muss man allerdings immer auf dem System eingeloggt sein, wo H5P-Inhalte schon liegen, damit man nämlich bestehende Sachen recyceln kann. Und das zeige ich. Das heißt, in dem Fall, ich habe ein Konto auf einstieg-h5p.de und ich kann mich da einmal anmelden. Wenn ihr selber hier auch einen haben wollt, Account anfragen, den findet ihr da. Aber ich habe den schon. Ich logge mich einfach mal ein. Das heißt, hier weiß ich gar nicht, ob es Otake ist. Ich probiere es mal. Ich glaube, es ist Otake. Und mein Passwort. Ich bin mein eigener Passwortmanager. Das funktioniert. So, jetzt sieht man, aha, offensichtlich ist hier nämlich schon was hinterlegt. Ich habe hier nämlich schon mal die alten Aufgaben und ein paar andere Aufgaben, mit denen könnte ich schon etwas machen. Aber ich gehe einfach nochmal zurück auf die Startseite. Die sieht jetzt ein Ticken anders aus. Dann gehen wir nochmal auf einstieg-h5p.de. Da steht jetzt nicht mehr Testinhalt erstellen, sondern H5p-Inhalt erstellen. Das heißt, ich bin hier offensichtlich eingeloggt. Das ist gut, das brauchen wir jetzt ziemlich gleich. So, also ich mache jetzt genau das Gleiche, was ich eben gemacht habe, mache ich nochmal. Ich gehe da wieder drauf und ich suche mir nochmal, ach, da ist es sogar schon ganz oben, mein Question Set, da ist es. Und da klicke ich drauf. Und jetzt fangen wir erstmal ganz von vorne an. Das ist eigentlich immer so ein Formular, das man von oben nach unten ausfüllen kann und dann ist man fertig. Also ganz oben muss ich einen Titel eingeben, den müsste ich mir nochmal angucken. Der ist hier Fragensammlung unregelmäßige englische Verben. Also kopiere ich mir den hier einfach mal raus. So. Und kopiere den da rein, haben wir den schon. So, dann gibt es oben diesen Knopf Metadaten, der ist speziell für OER-Sachen immer wichtig, weil man da jetzt hinterlegen kann, unter welcher Lizenz sollen denn diese Inhalte nachher erscheinen. Und wenn ich da drauf klicke, muss ich so ein paar extra Sachen angeben. Und wenn man sich jetzt fragt, na, ich will ja den Inhalt von der linken Seite nachbauen, gibt es da nicht eine Möglichkeit, das rauszufinden? Ja, die gibt es. Unter diesen Inhaltstypen von H5P gibt es immer so einen Punkt, der heißt hier Rights of Use, weil es eine englische Seite ist. Sonst steht ja, glaube ich, Urheberrechtsinformationen oder sowas. Und da sehe ich schon, unter welcher Lizenz das stehen soll und wer der Autor ist. Das bin in dem Fall ich. Also kopiere ich einfach mal meinen Namen daraus, setze mich da als Autor rein. Und was habe ich noch angegeben? 2020 und CC0 als Lizenz. So, dann habe ich den Lizenzkram schon mal abgehakt. So, und dann wollen wir erstmal, Hauptsache sind ja diese Fragen, die brauchen wir erstmal. Ich habe gesagt, jetzt gibt es einen Trick, dass man die schneller reinkriegt und nicht von vorne anmachen muss. Also ich springe nochmal auf das andere Feld. Das ist jetzt alles ein bisschen klein. Ups. So, wir fangen an mit dem Lückentext. Der ist hier. Unregelmäßige englische Verben. Und was ich machen kann, ich gucke mir den nochmal an, ob er das auch wirklich ist. Das ist er. Den brauche ich. Und jetzt gibt es hier unten so einen kleinen Reuse-Knopf. Und wenn man da draufklickt, gibt es jetzt zwei Sachen. Wenn man nicht angemeldet ist auf dem System, könnte man das nur runterladen. Aber den kann man dummerweise nicht in so ein Question Set hochladen. Aber was ich jetzt hier auf der Plattform machen kann, ich kann den kopieren. Kriege ich auch nicht mehr. Aha, ist jetzt quasi im Zwischenspeicher. Und jetzt gehe ich zu meinem anderen Inhalt und sage hier, statt mir hier einen auszuwählen, sage ich einfach einfügen. Und jetzt habe ich schon diesen ganzen Lückentext mit den ganzen Sachen, die ich vorher schon mal eingegeben habe, habe ich schon drin und bin fertig mit diesem Teil. Bietet sich übrigens anders so zu machen, denn also man kann das auch komplett alles hier drin anlegen, das ist ja so ein Praxistipp. Das Problem ist dann, manchmal will man noch irgendwie was ändern und dann weiß man nicht mehr genau, an welcher Stelle war denn das Inhaltstyp, war jetzt an der dritten und dann sucht man den, das ist alles ein bisschen nervig. Also es ist meistens einfacher, die Inhalte einmal für sich anzulegen, eben so einen Lückentext, den kann man eben in verschiedenen Kontexten dann recyceln und dann da rein zu kopieren. So, das mache ich jetzt einfach nochmal mit den anderen Sachen auch, also nur um das nochmal zu zeigen. Das hier war der Lückentext und das ist jetzt auf jedem System ein bisschen anders. Auf Moodle sieht es ein bisschen anders aus als bei WordPress, als bei Drupal, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Das heißt, ich gucke mir jetzt hier einen Inhalt an. Was braucht man jetzt? Die Zuordnungsaufgabe, die haben wir hier. Die wollen wir auch haben. Und das gleiche Spiel nochmal, also ich kopiere mir das. Gehe wieder zu meinem anderen Inhalt, füge jetzt hier links noch eine Frage hinzu, nämlich ich will ja nicht meine erste Frage überschreiben. Dann ist das eine zweite Frage
Und das gleiche wieder einfügen. Jetzt hat er das rüber kopiert. Und jetzt brauchen wir noch eine dritte Frage. Das war diese True-False-Question. So, und auch die habe ich schon mal vorbereitet. Upp, ist er. Dann in mein Konto. Das ist der langweilige Teil. Gleich wird es wieder spannender. War falsch. Da ist die. Die haben wir hier. Die mit dem Taucher. Und auch die kopieren wir einfach mal raus. Und fügen die ein. So, jetzt haben wir ja einfach unsere Fragen schon drin. Also genau die drei, die wir auf der linken Seite auch hatten. Und wir speichern das Ganze einfach mal. Gucken, wie das aussieht, ob das schon so ist, wie wir das haben wollen. So, dafür machen wir das hier nochmal zu und laden einfach das hier auch nochmal neu. So, also offensichtlich habe ich jetzt ja hier die drei Fragen, das mit den Punkten ist genau wie auf der anderen Seite, aber hier ist das ein bisschen schicker irgendwie, da gibt es diese, ja, diese Fahnen im Hintergrund und noch einen Text. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, wie kriegt man vielleicht so ein kleines Intro davor. Und das ist auch nicht so schwierig, vielleicht habt ihr es auch gerade schon gesehen. Also gehen wir nochmal zurück auf Bearbeiten. Und wenn man sich dieses Formular anguckt, da bin ich ein bisschen weitergesprungen, da gibt es hier noch was zum Ausklappen, das heißt Quiz-Einführung. Das ist ja genau das, was wir haben wollen. Also klappen wir uns das aus und sagen auch, zeige die Einführung. Die wäre jetzt natürlich ein bisschen langweilig, weil sie leer ist. Aber wir können ja jetzt wieder genau das Gleiche machen. Also wir brauchen einen Titel und wahrscheinlich ist das hier der Titel, den können wir einfach mal rauskopieren. Und den einfügen. Dann haben wir hier sowas wie einen Einführungstext. Den kopiere ich einfach mal raus. So. Und dann steht da Fragen starten, nicht Quiz starten. So, tragen wir da Fragen ein. Und offensichtlich, da haben wir dieses Hintergrundbild. Das können wir hinzufügen. Jetzt muss ich noch das Richtige finden. Unter Bilder und zu den Webinaren. Und irgendwo hier, oh, da habe ich natürlich nicht vorher geguckt, wie ich es genannt habe, aber irgendwo hier gibt es England. Da ist ein anderes England, noch ein anderes England. Vielleicht habe ich vergessen, diese Flagge zu speichern. Gucken wir nochmal. Da ist sie. Da, Raised United Kingdom Flag. Also die packen wir dazu. So, was wir jetzt auch hier machen können, um das sauber zu machen, wieder die Urheberrechtsangaben, genauso wie bei den Metadaten, das sieht bei dem Bild, sieht ein bisschen anders aus, gibt es ein paar weniger schicke Sachen, aber auch das können wir uns wiederholen. Da sieht man schon, ist nämlich alles dabei bei H5P. Das heißt, alles, was ich hier in diesen ganzen Urheberrechtsdaten und Metadaten eingetragen habe, das gibt es dann hier auch gesammelt. Das heißt, das kopieren wir da rein. Dann der Autor ist ein Chris Lawton gewesen. Zack. Und das Ganze 2016. Und da haben wir noch den Link des Bildes. Wer da mal schauen möchte, ist Unsplash, eine Quelle von gemeinfreien Bildern. Und dann ist das Public Domain und Public Domain. So, haben wir unsere Urheberrechtsdaten. Und jetzt können wir nochmal gucken, ob das schon besser geworden ist. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Das machen wir zu. Und das sieht doch schon gut aus. So, wenn wir jetzt erstmal durchgehen würden, wenn wir noch einen kleinen Unterschied sehen, dafür muss ich hier mal kurz Quatsch eintragen. So, einmal da, da Quatsch und nochmal Quatsch. So, und beenden. Hier habe ich jetzt mein Ergebnis stehen und mit einer extra Frage. Und ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich das hier mache, also hier auch wieder Quatsch und nochmal Quatsch. Zack. Und nochmal. Dann steht hier nur, die Vorauswahl ist das Ergebnis anzeigen, ist nicht das Ergebnis nicht anzeigen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist offensichtlich hier so eine Rückmeldung. Also gehen wir da nochmal rein. Und jetzt müsste man natürlich gucken, was ist da so alles eingetragen. Das ist hier jetzt ein bisschen umständlicher, da können wir jetzt erstmal ein bisschen raten. Also wir gehen mal ganz ans Ende und hier ist dieses Feld, das ist von dem anderen, hier ist der Quiz beendet. Da, das können wir auch wieder ausklappen. Und offensichtlich ist das Ergebnis anzeigen hier schon vorangemerkt, deshalb war ich gerade ein bisschen verwirrt. Das kann man sozusagen ausstellen, dann sieht man nur so einen Hinweis wie geschafft oder nicht geschafft.
Und das machen wir einfach mal. Also Quiz beendet finde ich eh langsam langweilig. Nehmen wir genau dies geschafft. Dann Ergebnis, dann nehmen wir noch den Doppelpunkt weg. Und jetzt könnte man hier anfangen, das habt ihr vielleicht schon bei den anderen Inhaltstypen gesehen, dass man so ein paar Bereiche definiert, ab wann man denn welche Nachricht bekommt. Und ich sage einfach mal, so bis 50% bekomme ich diese Meldung hier. Was hast du es wirklich versucht? Und sagen wir einfach mal, von 51% bis 100% sagen wir super. So, dann haben wir das auch. So, dann können wir das Ganze erstmal wieder speichern. Und was wir dann haben, ist tatsächlich jetzt schon jetzt wirklich sehr kleinteilig erstellt. Das ist eben genau so ein Test wie hier auf der linken Seite. So sieht er aus. Und den haben wir jetzt schon komplett nachgebaut. Der ist jetzt noch ein bisschen langweilig und wir gucken mal, was wir noch machen können mit diesem Multiple Choice. Zumindest so ein paar Sachen. Gehen wir doch mal rein. Vielleicht habt ihr ja schon so ein paar Sachen gesehen. Also, das Erste, was man machen könnte, wir versuchen es mal ein bisschen schwieriger zu machen. Dann habt ihr gesehen, man kann das wiederholen und irgendwie ist das dann vielleicht doch ein bisschen zu einfach. Wir gucken mal, welche Einstellungsmöglichkeiten es gibt. Ach, das Hintergrundbild könnte ich übrigens auch nochmal zeige ich nochmal. Hier ist noch so ein Hintergrundbild hintergelegt, so leicht schimmert das durch. Das könnte man hier noch dazu fügen. Sparen wir uns jetzt mal. Ja, die Einstellung ist auch nicht so unterschiedlich. Da könnt ihr vielleicht später selber mal gucken, was sie macht. Statt dieser drei Punkte hier kann man sich sonst auch noch in Textform anzeigen lassen. Aufgabe 1 von 3 in dem Fall, Aufgabe 2 von 3. Das geht damit auch. Und den gucken wir uns gleich noch einen Prozentsatz zum Bestehen. Der wird an einer anderen Stelle noch wichtig. Aber wir wollen es erstmal noch ein bisschen schwieriger machen. Da müssen wir hier ein bisschen scrollen. Dann gibt es unten nämlich noch ein paar Optionen. Also das Erste, was hier steht, Rückwärtsnavigation deaktivieren. Wenn ich das anklicke, wird es hier ein bisschen schwieriger, denn sobald ich hier kann ich ja von Aufgabe zu Aufgabe springen und vielleicht gehe ich nochmal zur ersten und sagen wir mal, die habe ich falsch gemacht und sage überprüfen und dann gehe ich weiter, aber ich kann jederzeit zurückspringen. Wenn ich das deaktiviere, sobald ich einmal weitergegangen bin, komme ich nicht mehr zurück. Das heißt, ich muss mir schon gut überlegen, was ich da angebe. Dann sage ich, naja, im Moment kommen die ja immer in der gleichen Reihenfolge, diese Aufgaben. Wenn einer so ein Positionsgedächtnis hat, dann merkt er sich vielleicht eher die Position. Sagen wir einfach mal, die Fragen sollten auch zufällig erscheinen. Und wenn man dann vielleicht noch sowas wie ein Pool haben möchte aus Fragen, das heißt, ich möchte nicht immer alle drei angezeigt bekommen, sondern ich möchte Leute dazu animieren, dass sie das häufiger machen, dann habe ich vielleicht einen Pool von 10 Fragen und sage aber, es werden jedes Mal nur 5 davon zufällig angezeigt. Ist jetzt bei 3 Fragen natürlich ein bisschen Quatsch, aber wenn ich hier sage 2, dann werden halt zufällig 2 von diesen 3 ausgewählt. Dann ist das schon schwieriger. Und dann gibt es da unten noch ein paar extra Möglichkeiten. Die gibt es hier. Das ist einmal das hier, Einstellungen für den Lösung-Anzeigen-Knopf. Habt ihr vielleicht beim letzten Mal oder beim letzten Malen auch schon gesehen, die kann man immer ausstellen. Und es ist jetzt immer ein bisschen mühselig, jetzt in jeden einzelnen Inhaltstyp reinzugehen und da diese Knöpfe wegzunehmen. Deshalb hat man hier unten noch die Möglichkeit, das global ja, zu überschreiben. So heißt das einfach ein bisschen technischer mal. So nennt man das. Also ich könnte jetzt hier sagen, so diesen Lösung-Anzeigen-Knopf, den will ich einfach mal nie haben. Das heißt, ich sage immer ausblenden und der wird jetzt in jedem einzelnen Inhaltstyp innen drin ausgeblendet. Das heißt, ich sehe nie diesen Knopf, den man hier links sieht, zum Lösung-Anzeigen. Und sagen wir einfach mal diesen Knopf zum Wiederholen. Der ist jetzt hier, das ist nur dieser Pfeil drauf, weil das Bild ein bisschen schmal ist. Den will ich auch nicht haben. Das heißt, man darf eine Aufgabe genau einmal machen und dann geht es weiter. So, also blende ich den auch mal aus. So, jetzt speichere ich das Ganze. Und jetzt ist es natürlich nicht mehr wie das Beispiel hier links, sondern ich habe jetzt meine, ja, doch schwierigere Variante. Also, gucken wir uns das mal an. Das ist natürlich gleich geblieben, aber Fragen starten. Und jetzt sieht man schon, hier sind nur 2 Punkte, weil ich ja gesagt habe, gib mir mal zufällig 2 von diesen Fragen. Und so, jetzt machen wir einfach mal den Test. Ich gebe hier wieder Quatsch ein. Vielleicht machen wir mal richtig Quatsch. So, und sage überprüfen. Und okay, jetzt kriege ich zwar den Hinweis, da stimmt was noch nicht. Quatsch ist durchgestrichen. Ich weiß immer noch nicht was und ich habe jetzt keinen Knopf zum Wiederholen, ich habe keinen Knopf, um mit Lösung anzuzeigen. Der kommt noch nicht später. So, also, dann gehe ich weiter. Jetzt seht ihr, ich komme auch nicht mehr zurück. Ich bin jetzt einmal weitergegangen, egal wie ich hier hin und her klicke. Ich komme nie wieder zur ersten Aufgabe. Ist jetzt hier nicht ganz so relevant, ob ich die nicht wiederholen kann, aber ich komme jetzt auch nicht mehr zurück. Sie ist vorbei. So, und ihr seht, an der zweiten Stelle war eigentlich vorher diese Zuordnungsaufgabe und weil ich ja zufällig 2 ausgewählt bekommen habe, ist jetzt hier offensichtlich der Taucher und die kann ich ja mal richtig beantworten und damit ist das Ganze auch abschließbar. So, und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann das ganze Quiz nochmal wiederholen von vorne
Oder ich kann mir jetzt tatsächlich erst die Lösung angucken. Das heißt, jetzt kann ich nochmal durch alles in Ruhe durchgehen und kriege die Lösung an. Das ist dann eher so ein, das ist keine richtige Prüfung. Also H5P ist aus verschiedenen Gründen im Moment noch nicht geeignet, um echte Prüfungen zu machen, aber das kommt zum, naja, so einem Selbsttest von der Klausur schon relativ nah. Also ich habe dann halt diese ganzen Fragen beantwortet. So, eine Sache habe ich noch versprochen zu zeigen, die zeige ich jetzt noch. Und zwar gibt es, gab es ja dieses Feld, wo jetzt eine 50 drin stand. Scrollen wir da nochmal hin. Das ist der Prozentsatz zum Bestehen. Der ist jetzt an zwei Stellen wichtig. Einmal ist der, oder kann der relevant sein, wenn man das Ganze in so ein Lernmanagementsystem eingebettet hat und das auch die Information einsammelt, ist dann dieser Test bestanden worden oder nicht. Dann kann man hier sagen, ab wann das gilt, eben ab 50% in dem Fall. Das ist die eine Stelle, wo das relevant ist. Spielt aber meistens nicht die große Rolle, weil man es im LMS anders auch einstellen könnte. Aber so eine nette Funktion, die gibt es hier unten eben noch, da ist das Question Set. Das heißt, ich kann hier mal runtergehen und hier, wo jetzt geschafft steht, ist unser Schlussbildschirm. Und da könnte ich natürlich auch nochmal sagen, also wenn man sagt, man soll nie die Lösung sehen und man soll es nie wiederholen können, könnte man jetzt hier die Knöpfe auch noch wegnehmen. Machen wir es mal, dann ist es richtig schwierig, dann muss man vielleicht eine Lehrerin fragen oder einen Lehrer, ob das gut war. Was man jetzt noch machen kann, den hat man auch, da kann man die Texte ändern. Hier gibt es noch so ein kleines Punkt, nämlich zeige ein Video vor den Ergebnissen an. Das heißt, was man jetzt in Abhängigkeit von diesem Bestanden, Nicht-Bestanden noch machen kann, ist ein Video anzeigen, zum Beispiel so ein freudiges Video, hey, du hast es geschafft, oder so ein oh, das musst du immer noch mal machen. Da setze ich mal den Haken und weil wir nett sind, sagen wir mal, man kann das auch überspringen. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein Video. Und das ist wie immer bei H5P, wenn es um Videos geht, hat man dazu eigentlich drei Möglichkeiten. Entweder man lädt ein Video hoch oder man fügt hier einen Link direkt auf eine Videodatei ein. Oder was meistens ein bisschen komfortabler ist, wenn man sich einfach irgendein Video von YouTube nimmt. Und das mache ich jetzt einfach mal schnell, um das zu zeigen. So, da haben wir YouTube. Und was können wir hier Spannendes mal eingeben? Irgendwie sowas wie Sieger. Vielleicht gibt es ein nettes Video. Ja, wahrscheinlich nichts, was wirklich zur Schule passen könnte, aber damit ihr einfach das Prinzip seht, nehmen wir einfach mal hier diesen Link raus. Also man braucht wirklich nur irgendeine von diesen Möglichkeiten, wie man YouTube-Links angeben kann. Den kopiert man hier rein. So, sagt einfügen. Und jetzt hat er offensichtlich schon gesehen, YouTube-Video, genau wie beim Bild vorhin. Jetzt könnte ich hier wieder die Urheberrechtsangaben angeben. Und das soll erscheinen, wenn das Ganze bestanden ist. Und ich könnte natürlich auch eins anzeigen, dass mir das Ganze nicht bestanden ist. Und das hängt halt von dieser Einstellung von 50% ab. Und damit das schnell geht und ich Quatsch machen kann, tragen wir hier jetzt vielleicht einfach mal so bestanden, gilt das ab 10%. So. Und ich speichere das Ganze. So, und jetzt mache ich einfach noch meinen super schwierigen Test. Also Fragen starten. Ich habe nur eine Chance, wir haben es ja ausgestellt. Also I have eaten, jetzt weiß ich nicht, was 10% sind, aber ich glaube, wenn ich hier drei richtig habe, sollte es in Summe schon reichen. 10% hätte ich gesagt, das sollte schon reichen. So, zack. Und den Rest spare ich mir jetzt einfach, machen wir hier wieder Blödsinn und sagen beenden. Und Sieger, jetzt erscheint halt das Video. Es geht los und kann ich natürlich auch überspringen und dann komme ich zu meinem Ergebnis. Und weil ich jetzt noch die anderen Knöpfe hier ausgestellt habe, kann ich jetzt aber auch nicht nochmal in die Ergebnis reingucken und das Ganze auch nicht wiederholen. So, das war im Prinzip fast alles, was man mit dem Question Set machen kann. Es gibt noch eine Spezialsache, die zeige ich jetzt nicht. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr das ja selber mal zu Hause ausprobieren. Das war es für heute, Episode 3 von H5P-Inhaltstypen unter der Lupe. Das war das Question Set. Und wenn ihr wollt, dann sehen wir uns einfach in einer der nächsten Episoden wieder. Und damit ihr mich nochmal zum Schluss seht. So, da bin ich. Also jetzt nochmal ganz ordentlich. Würde mich freuen, wenn ihr bei einer der nächsten Episoden einfach wieder dabei seid. Macht's gut.